zum Sieg? Ja, also klar ist das so, dass wenn man verliert, ist man nicht zufrieden. Wir haben nicht so viele Punkte und es ist einfach so, dass wir versuchen, in jedes Spiel Punkte zu holen. Also klar bin ich zufrieden mit unserer Leistung. Das ist sowieso, ich bin also super stolz auf meine Spieler. Was wir gut gemacht haben, wir haben also eigentlich fast ganzes Spiel sind wir, man sagt oft so cool geblieben. Aber das ganz also vorne gut gemacht, gedeckt auch, fand ich. Also wirklich cool gekämpft. Und also hier mag ich wirklich zu spielen. Deutschlands geilste Halle, finde ich. Und man genießt hier einfach, und das habe ich meine Jungs vor dem Spiel gesagt, einfach genieße es hier zu spielen, gebe einfach alles und dann wird das, ja, weiß man nie, was passieren könnte. Flensburg ist eine super Mannschaft und also einfach nicht zu lösen, also hier gut zu spielen, aber trotzdem haben wir das geschafft und meine Jungs, wie gesagt, haben so bis zum Ende gekämpft. Ja, ich weiß nicht, ob wir haben etwas verdient, aber mindestens haben wir bis zum Ende gekämpft. Es ist nicht oft so, dass ich rede über Schiedsrichter Leistung. Allgemein war das in Ordnung, aber trotzdem muss ich sagen, ich fand das also wirklich hart, dass nach 20 Sekunden kommt das Offside-Spiel. Und das war natürlich, fand ich ganz, ganz blöd. Und ich weiß nicht, ob diese letzte Aktion bei Flensburg Siegermeter war. Aber Flensburg hat gewonnen, wahrscheinlich verdient gewonnen, so ist das. Und nochmal, mit der Leistung bin ich trotzdem sehr, sehr zufrieden, weil die Jungs haben ein geiler Handball gespielt. Danke. Danke, Mike. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, schönen guten Abend. Danke, Ger, für die Glückwünsche. Ja, so zufrieden Ger mit seiner Mannschaft ist. So zufrieden bin ich mit meiner Mannschaft über die zwei Punkte, aber nicht, wie wir es tatsächlich über 60 Minuten gemacht haben. Ich finde, Norton hat es taktisch sehr, sehr gut gemacht. Sie haben den Ball unglaublich lange laufen lassen. Sie haben geduldig gespielt. Sie haben nie Stress bekommen. Sie haben am Ende dann immer diese Tore bekommen, kurz vorm Zeitspiel oder dann da nochmal einer durchgesteckt. Und Pavel macht natürlich heute auch ein überragendes Spiel, trifft jede gute Entscheidung und wirft gut. So, das waren wirklich Bälle, die uns richtig wehtun und vorne müssen wir richtig kämpfen für die Tore. Das haben wir uns anders vorgestellt natürlich. Wir wollten es ein bisschen souveräner gestalten, das haben wir nicht geschafft und deswegen war es ein Kampfspiel bis zum Ende. Ich finde, wir müssen uns mit der ersten Halbzeit und gerade so Ende zweite Halbzeit müssen wir einfach cleverer spielen und ruhiger spielen. Wir führen einmal mit 4, haben die Chance auf 5 in der ersten Halbzeit. Dann machen wir 2 technische Fehler, kriegen direkt einen Gegenstoß. Und dann führen wir mit 6 und geben das Spiel innerhalb von kurzer Zeit wieder auf 3. Und ich finde, da sollen wir und müssen mehr von uns erwarten. Aber insgesamt wissen wir auch, dass es eine schwierige Periode ist mit vielen Spielen. Und wir müssen die Punkte holen. Und das haben wir geschafft. Und deswegen bin ich sehr, sehr zufrieden und stolz auf meine Spieler, dass sie gekämpft haben über 60 Minuten und auch wenn vieles nicht funktioniert hat, wie wir es uns vorgestellt haben. Und ja, nochmal großes Kompliment auch an Norton für 60 Minuten wirklich einen coolen und einen ruhigen und cleveren Handball. Danke. Danke dir. Dirk, wie zufrieden bist du denn mit diesem Auftakt in die Rückrunde in der HBL? Ja, ich freue mich über die 2 Punkte. Wie wir uns ja die letzten Male auch gefreut haben über 2 Punkte in der Champions League und in der Bundesliga. Und solche Spiele muss man eben auch gewinnen und ich kann da nur zustimmen. Norton hat das clever und gut gemacht und das war nicht leicht. Wir haben ja auch gesehen und gewusst, dass Norton auch schon vorher einige knappe Ergebnisse abgeliefert hat oder auch lange auf Augenhöhe mitgespielt hat. Die zweite Halbzeit war sicherlich, das hat Mike schon gesagt, nicht zufriedenstellend, aber wir müssen und sollen uns auch freuen über diese 2 Punkte. Das Programm wird noch hart und lang bis zum Ende der Saison. Kann ich nur wiederholen, wir müssen solche Spiele gewinnen, um oben dabei zu bleiben. Man hat auch gesehen, dass heute wieder so ein Spieltag war, wo auch einige Überraschungen passiert sind. Also wir wollen da jetzt auch durchhalten und sehen, dass wir bis zum Ende oben dranbleiben. Und deswegen freue ich mich über die 2 Punkte. Und nochmal Kompliment an die Zuschauer, die spüren, dass wir diese Unterstützung brauchen. Und das hilft uns und da sind wir sehr dankbar für. Und Dirk, mal ganz abseits von dem Spiel, hast du noch eine besondere Ankündigung zu machen für nächste Woche, oder? Soll ich dir helfen? Helf mir mal. Wir haben ja einen ganz besonderen Tag für unsere Youngster. Ach so,
klar. Ja, man, in der letzten Zeit haben wir viele Sachen machen müssen. Ich dachte jetzt, Jens Schöngard haben wir doch schon bekannt gegeben, der natürlich nach und nach auch, ich sag mal, besser sich integriert und ins Spiel kommt. Ja, in der nächsten Woche ist ja der Tag der Youngster hier in der Halle. Da hoffe ich und würde ich mich freuen, am 21. Wenn viele, viele in die Halle kommen und da auch unsere Jungs unterstützen und dabei sind. Das ist traditionell mittlerweile ein ganz toller Tag geworden. Unser Ministerpräsident schaut auch vorbei und zollt diesem Tag eine gewisse Ehre. Die Mannschaft kommt vorbei oder einige Spieler von unserer Mannschaft kommen vorbei. Mike wird da sein. Also da können sich alle drauf freuen. Das wird ein schöner Tag. Am nächsten Freitag ist das ja. Genau. Danke. Gibt es weitere Fragen von eurer Seite? Jan Frege, SAZ. Mike, kannst du noch was sagen zur Psychologie in solchen Spielen? Die werden ja irgendwann ganz gefährlich, wenn der Außenseiter dran bleibt, am Ende wenige Minuten vor Schluss mit einem drauf ist. Geht dir da auch die Düse oder bleibst du da ruhig? Und? Naja, ich versuche natürlich nach außen immer cool zu sein. Aber natürlich ist man angespannt und nervös. Und man geht ja auch mit Zielen in dieses Spiel rein und wir haben wenig von diesen Zielen umgesetzt. Und das ist natürlich etwas, was sehr, sehr gefährlich ist. Und irgendwann wird dieser Tag kommen, wo du das dann nicht mehr schaffst. Und dann sitzt du hinter der Kabine und bist natürlich sehr, sehr enttäuscht und fragst dich, wie sowas passieren kann. Und ich finde nicht, dass wir in diese Situation kommen müssen. Also ich glaube, wir sind jetzt... Jan, du hast es gesagt, seit 2017, Dezember, ohne Punktverlust in der Bundesliga, zu Hause. So. Und das ist natürlich auch passiert, weil wir hier zu Hause eine unglaubliche Halle haben, weil wir Fans haben und weil wir eine Mentalität haben, diese Leistung auf die Platte zu bringen. Aber das bedeutet nicht, dass das automatisch und von alleine geht hier. Ich weiß auch, ich war auch Spieler und ich weiß, es ist nicht so ganz einfach, immer an dieses Level heranzukommen. Aber trotzdem haben wir Spieler mit einer unglaublichen Qualität und wir müssen uns in manchen Situationen einfach cleverer anstellen und das besser lösen. So, und das ist nicht despektierlich Nordhorn gegenüber gemeint, ganz im Gegenteil. Sondern ich finde, wir müssen mehr erwarten und dass der Gegner hierher kommt und kämpft und alles reinschmeißt, was sie haben, das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Und deswegen ist es gefährlich und wir müssen da aufpassen und niemals stillstehen und immer auch den Finger reinlegen in die Wunde. Aber trotzdem finde ich, sollten wir auch nicht in die Situation kommen, dass wir uns für die Siege entschuldigen müssen. Ganz im Gegenteil. Es ist manchmal nicht so ganz einfach, aber wir haben hohe Ansprüche und dem müssen wir auch gerecht werden. Okay, dann noch eine Frage zu Hampus Wanne und Lasse Svorn. Da hattest du gestern genau umgekehrt angekündigt, dass Wanne eventuell wieder auf dem Bericht steht und Svorn noch länger braucht. Jetzt war es andersrum. Bei Lasse war es tatsächlich so, dass Lasse gerne in seiner Funktion als Kapitän, weil wir den Platz frei hatten, gerne bei der Mannschaft und auf der Bank sein sollte. Aber es war nicht möglich, ihn auch einzusetzen tatsächlich. Und bei Hampus Wanne war es so, dass er gestern dann im Training signalisiert hat, dass er sich noch nicht bereit fühlt für ein Spiel. Und wir wollen natürlich überhaupt kein Risiko eingehen, weil wir brauchen Hampus hundertprozentig fit für diese Mannschaft. Und deswegen wird das viel Verantwortung weiterhin auf den Schultern von Jöndal liegen. Und wir hoffen, dass die beiden so schnell wie möglich zurückkommen. Aber da kann ich wirklich keine Prognose geben. Wann? Frage an Mike und an Dirk. Ihr habt ja zu Saisonbeginn das stark kritisiert, dass zwei Spiele innerhalb von drei Tagen stattfinden. Jetzt kommt es zum sechsten Mal in dieser Saison. Heute und am Samstag dazu. Was haltet ihr davon? Und B, verpufft so eine Kritik dann einfach? Kommt da was zurück von EHF, von der Bundesliga? Wie ist da so der Stand im Moment? Ja, so viel ist bis jetzt noch nicht zurückgekommen, wenn man das so betrachtet. Wir weisen jedes Jahr darauf hin und ich sage nach wie vor, das, was als erstes hilft, ist ein europaweites 72-Stunden, eine 72-Stunden-Regel, dass Handballspiele, egal wo, in welchem Land, innerhalb von 72 Stunden, nicht innerhalb von 72 Stunden stattfinden dürfen. Vielleicht hilft es. Es gibt so viele Interessen, unterschiedlicher Art, unterschiedlicher Länder, Spieltage, einige spielen eher am Sonntag, dann am Samstag, dann gibt es Fernsehverträge, die bestimmte Voraussetzungen haben. Aber da muss was passieren, weil wir hatten am letzten Wochenende die Reise
von Düsseldorf nach Zagreb mit dem großen Risiko, dass der Flug dann auch noch ausfällt, weil ja da der Sturm war. Danke an die Lufthansa, die sind trotz Sturm noch geflogen, nicht nur wegen uns, aber das hat denn uns zumindest einen Tag dann gerettet oder gebracht. Und jetzt ist das Gleiche schon wieder und das ist ja abzusehen, dass sowas nicht aufhört. Da muss man irgendwann drüber reden. Es betrifft im Moment hauptsächlich und schwerpunktmäßig die Champions-League-Vereine. Das gleiche Problem gibt es in Frankreich, das gleiche Problem gibt es dann bedingt auch in Polen oder in anderen Ländern, die auch oder in Ungarn, die auch unglaublich viele Spiele haben, zum Beispiel Seha League. Aber da muss was passieren. Und sagen wir, seit 10 Jahren. Unabhängig davon, wir wollen uns nicht beschweren. Wir wollen auf diesem Niveau spielen. Wir können damit umgehen. Ich glaube, da wird Mike mir recht geben. Also manchmal ist es schöner und besser zu spielen. Was wirklich anstrengend sind diese Reisestrapazen. Weil wenn du von Düsseldorf 45 Stunden hast, um nach Zagreb zu kommen, kann Mike vielleicht gleich auch noch was zu sagen, und dann im Grunde direkt in einem anderen Land wieder in die Halle gehst, das ist schon eine harte Nummer. Aber wir wollen es auch, also wir stellen uns dem auch, aber darauf müssen wir immer fokussiert und vorbereitet sein. Und das können wir mittlerweile seit einigen Jahren ganz gut handeln, aber das bringt uns auch immer wieder an Grenzen. Gibt es weitere Fragen? Dann möchte ich euch kurz die Ergebnisse der anderen Partien an die Hand geben. Frisch auf Göppingen gewinnt zu Hause gegen den Bergischen HC mit 28-22. Die MT Melsungen muss eine Heimniederlage gegen den TVB Stuttgart mit 21-26 hinnehmen. Die HSG Wetzlar und die Rhein-Neckar-Löwen trennen sich unentschieden mit 27-27. Und die HC Erlangen kann ebenfalls einen Heimsieg einfahren gegen die HBW Balingen-Waldstätten mit 32-27. An der Stelle vielen Dank. Wir sehen uns kommenden Mittwoch in der Velux EHF Champions League gegen Molpik Seged. Und bis dahin, bleibt gesund. Bis dahin. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, auch mir. Sagt ihr das? Ja, danke schön. Alles Gute. Ja, alles gut. Immer so doof. Ich glaube, ich bleibe einfach hocken, bis wir alle sich verliebt haben.